Hallo und herzlich willkommen in T-Bones Garage. Heute zeige ich euch, wie man Rohre verlegt, und zwar Wasserrohre vom Regenrinnen. Und die müssen ein gewisses Gefälle haben und die muss man ja nivellieren, am besten mit Split oder Sand. Jetzt geht's los. Betreten der Baustelle verboten, Eltern haften für ihre Kinder. So, was ihr hier sehen könnt, habe ich jetzt das Steinzeugrohr um 180 Grad gedreht. Ja, und weil da das hier blind ist, das hier, das wird es dann noch vergossen. Hier sind die zwei alten Rohre und hier ist das kleinere Plastikrohr, wo mindestens dreimal so stabil ist. So, wenn man jetzt solche Rohre hat, die sind so richtig 5 mm dickes Material und die haben hier überall so einen Gummiring. Das muss man mit Kleidmittel hier einreiben, damit man die verschiedenen Rohre zusammenstecken tut. Dann nimmt man ein Stückchen, so eine Erbse hier drauf. So ein Erbsestück und reibt es hier rein. Dann geht man mit seinem zweiten Rohr, dem Gegenstück, hier drauf, hier rein, richtet es dann genau aus, wie man die Winkel haben muss. Muss sauber ausgerichtet werden. Und dann schlägt man hier hinten mit dem Hammer hier dagegen oder man drückt es hier so rein und dann ist es fest. So, die Rohre sind jetzt verbunden. Das habe ich schon ja gemacht. Und jetzt müssen wir das ausrichten mit Split und der Wasserwaage. Dann nehmt ihr natürlich am besten eine metrige Wasserwaage. Dann, wenn die dann so gerade ist, die Libelle, dann ist das nicht in Ordnung, sondern die muss leicht nach unten, also quasi das Gefälle Richtung Kanal, also Richtung Straße gehen. So, und das ermitteln wir jetzt und stopfen dann so lange Split drunter, bis unser Niveau passt. So, ihr seht hier ein kleines Gefälle Richtung hier. Passt. Hier haben wir schon ein Problem, hier ist es ganz gerade. Und jetzt müssen wir das versuchen, hier vorne runter zu und hier ein bisschen lupfen. So, das heißt hier. Mal schauen. Also ich bin noch mal ein bisschen hier rüber. Okay, leichtes Gefälle haben wir, da müssen wir da vorne nochmal drauf klopfen. Ich werde jetzt hier in dem Bereich gleich mal ein Vlies abschneiden und werde hier ein Vlies an die Wand machen, weil die Seite hier brauchen wir nicht mehr. Es passt. Und die Drainage kommt hier links und die werde ich noch nicht verlegen, weil ich muss hier arbeiten. Ich muss das jetzt dämmen, das ist der nächste Schritt, aber erstmal um euch zu zeigen, dass jetzt hier das Gefälle ist, so ganz wenig, vorhin war es ja mehr. Und hier haben wir auch wieder ein Gefälle, ganz leicht, das passt, läuft das Wasser ab. Und was wir jetzt machen, jetzt vergießen wir das Rohr, was ihr hier seht, ist ja viel zu groß, das wird jetzt vergossen mit dem Beton, da ist es minimal. Hier unten, das ist ja schon abgebrochen, da stecken wir dann die Drainage rein und es wird hier ringsrum dann auch zu betoniert. Brauchen wir einmal einen Eimer zum Anrühren und einmal Wasser. So, und dann macht man hier die Mischung an. Muss man sehr schnell sein, weil in 10 Minuten ist dieser Beton ausgehärtet und dann war es das damit. So, seid ihr wieder alle da. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, aber bei euch dauert es Sekunden. Und zwar, jetzt habe ich weitergemacht, hier ein Vlies verlegt, damit die Erde nicht Schmutz hier rüber transportiert. Habe das jetzt hier vergossen, innen drinnen sauber gemacht in dem Schacht. Das jetzt so vergossen, das passt. Und
weil ich in den Schacht hier nicht reinkomme, wenn ich da unten bin, dann bleibe ich stecken. Bin ich einfach mit dem Staubsauger und habe das rausgesaugt. So, habe ich hier unten zwei Pflastersteine verlegt, damit das Rohr sich ja nicht mehr verschieben kann. Weil ich ja hier noch arbeiten muss. Und wenn ich jetzt hier diesen Drainageschlauch verlege, dann stört er mich nur und ich stolper drüber. Jetzt ist der quasi hier verpresst, richtig verspannt und kann das Rohr hier nicht mehr, sich nicht mehr bewegen. Das ist ja auch alles vergossen und wunderbar. T-Bones-Kanal. Das ist der blinde Kanal. Den spitze ich noch ein bisschen weg. Dann wird das hier alles ausgegossen mit Beton. Dann verputzt. Dickbeschichtung drauf. So, dieses Loch hier zwischen altem Haus und neuem Haus, das werde ich hier einfach zumauern. Und hinten werde ich einfach dann hier Beton reinfließen lassen. Dann verputzen hier vorne und passt schon. Jetzt seht ihr mal, das ist Keller noch. Seht ihr mal, wie das herrlich ausschaut. Lehmboden, Ding. Hier unten ist erst. Ja. Das heißt, hier werde ich auch ausbetonieren, verputzen, Drainageschlauch verlegen. Ja. Und. So, nochmal ganz zum Schluss, nochmal alles zusammen. Die Bögen müssen passen, dass die immer ein Gefälle haben. Die Bögen sollten nicht zu steil sein, lieber mit 3-4 Bögen arbeiten, wie einmal 90 Grad. 90 Grad dann nur machen, wenn es nicht anders geht. Und dann würde ich auch ein bisschen stärkeres Gefälle machen, damit da kein, sich was sammeln kann. Von einem Rohr, die Verlegegefälle ist zwischen 1,5 und 2,5%. Was heißt das für euch? Ihr nehmt eine Wasserwaage, die einen Meter lang ist und dann messt ihr, also da schaut ihr, dass die Libelle gerade ist, dann messt ihr bei der höheren, dass das 1,5 oder 2,5 cm ist und das ist dann eure Prozent. Wenn es zu steil ist, dann bleibt die Verschmutzung liegen in dem Rohr. Wenn es zu flach ist, dann reicht die Strömungsgeschwindigkeit nicht aus, um den Schmutz mit zu transportieren. Da sind die alten Römer schon drauf gekommen mit dieser Verlegung, weil die haben ja die ersten Kanalisationen gebaut und die existieren heute noch von den Römern. Die sind über 2000 Jahre alt und funktionieren immer noch. So, ich werde jetzt hier weitermachen in einem neuen Video und ich sage Ade Varsche, euer T-Bone. Ciao, ciao. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage.